Sehr interessante Runde hier zusammengekommen. Und wir wollen heute mal versuchen, so ein paar Fragen, die der Jägerschaft auf den Nägeln brennen, zu beantworten. Vielleicht mit ein bisschen weiteren Hintergrund. Technisch, so aus der, auch vielleicht aus der Herstellersicht zum Teil mal, dass man mal versteht, was dahinter steckt, warum was wie ist und warum was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. Wer hätte die erste Frage? Was sind so Sachen, die ihr bei euch, wo ihr sagt bei euch, das verstehe ich nicht oder das funktioniert nicht? Du Da hast müsst ihr was verbessern. angeschnitten, ich glaube gestern Abend war es, dass du dich als ehemaliger Sportschütze darüber wunderst, dass jagdlich so viele schwere und langsame Kaliber auf Bewegungsjagden geschossen werden. Ja, das, Das fand also, ich einen sehr spannenden Gedankengang. das ist eine Sache, wie gesagt, da bin ich. Da musst du so mal sagen, als ich die erste Aussage so gesagt habe, ich denke, wieso schießt man ein langsames Geschoss auf sich bewegendes Wild, weil man ja da sehr weit vorhalten muss. Da sprach dann der Sportschütze und Techniker aus mir. Als ich dann hinterher jagdlich Erfahrung habe, muss man da sagen, ich verstehe, warum eine schwere, langsame Patrone bevorzugt ist, weil das eben in Verbindung mit sehr einfachen Tallmantelgeschossen sehr gut wirkt. Also man kann, wie gesagt, man kann grundsätzlich ein Kaliber nie ohne die Laborierung betrachten. Du kannst nicht sagen, eine 8x57 ist besser als oder die ist super. Du musst immer sagen, welche Laborierung reden wir denn, weil die Bandbreite ist ja schon enorm. Je nach Kaliber oder je nach Patrone, 308, 3006, die beiden beliebtesten Patronen. Darf ich da was Ja, zwischenfragen? klar. Ist das nicht eher so im Volksmund so, umso größer vorne die Spitze, umso größer ist die Stoppwirkung? Nee, das, wie gesagt, das hat, es hat. Die Aussage stimmt für eine 9,3 mit einem weichen Tallmantelgeschoss. Wenn du jetzt in der 9,3 ein sehr zähes Geschoss nehmen würdest, ein sehr festes Geschoss, würde die sehr verzögert ansprechen, weil dir halt die Geschwindigkeit fehlt. Weißt du, das ist halt die Sache. Das heißt, die Aussagen der Leute aus Erfahrung stimmen natürlich, weil die Erfahrung sagte, 9,3 mit einem normalen Tallmantelgeschoss funktioniert. Aber ist natürlich keine Aussage, dass das ein Allheilmittel ist. Ne? Und wie gesagt, dass eine 9,3 jetzt besser ist als eine 308, je nachdem, welches Geschoss ich in welcher Patrone einsetze, kann das halt eine völlig andere Wirkung haben. Ne? Das heißt, als ich dann verstanden habe, warum die Leute sagen, 9,3 ist klasse, weil die Stoppwirkung halt gut ist, vor allem in Verbindung mit einem relativ einfachen Bleikern-Tallmantelgeschoss und so weiter, wie sie halt auch viel verwendet werden, muss ich sagen, es macht Sinn. Im Umkehrschluss war auch die Frage, warum nehmen die Leute kein schnelleres Kaliber? Weil zum Beispiel, es war oft so, dann wurde eine 9,3 angeschafft, dann hat die mit dem XYZ-Geschoss gut funktioniert. Dann sagt also ein bisschen rasanter, ein bisschen flachere Flugbahn, ein bisschen einfachere Treffer auf weitere Entfernung hilft vielleicht. Nehmen wir mal eine 7x64, funktioniert ja vielleicht auch. Und dann hat man das mit dem gleichen Geschosstyp, den man ja von der 9,3 kennt und sagt, ja, das ist mein Lieblingsgeschoss, das funktioniert. Dann hat man das in der 7x64 genommen und plötzlich war Riesenwildbrettentwertung, mangelnde Tiefenwirkung, weniger Ausschüsse und so weiter, kamen die ganzen Probleme und die Leute sagen, die Patrone ist Mist. Hätten sie die mit dem passenden Geschoss genommen, wären sie genauso oder vielleicht sogar zufriedener gewesen. Das ist der Moment. Also ich will einfach, dass die Leute den Hintergrund verstehen. Warum verhält sich was in einer Relation? Ne? Und wie gesagt, in der 9,3, das funktioniert super mit einem schweren, weichen Geschoss. Und was ist Ne? dann mit dem Thema Bleifrei? Also wir haben ja immer mehr die Pflicht bei uns ja bleifrei zu jagen und viele Jäger sind, wie gesagt, wenn die Waldjäger sind, seit Jahren schießen die 9,3 Mal Ja? und sind dann da und auf einmal kommen die mit Bleifrei und sagen, das taugt alles gar nicht mehr. Ja, diese Aussage, muss ich sagen, kann eigentlich nicht nur auf Praxis basieren, weil hätten Sie. Es gibt 5, 6, 7 gute 9,3er Bleifreipatronen, die wunderbar funktionieren, vor allem auf Walddistanzen. Hätten sie die probiert, glaube ich nicht, dass sie diese Aussage getroffen hätten. Zum einen war in der Presse, wurde halt versucht, bleifrei zu verhindern als Gesetz, was auch Sinn macht. Als Gesetz macht es meiner Ansicht nach nicht so viel Sinn. Aber wie gesagt, es wurde halt versucht, es zu verhindern, indem man es schlecht macht. Indem man sagt, das funktioniert alle nicht, es tötet nicht ausreichend. Bleifrei. Bleifrei, genau. Und es war ja so, das gab einige wenige Laborierungen, die hatten auch echte Mängel. Man sieht es daran, dass diese Hersteller mittlerweile in der dritten bis fünften Generation ihrer Geschosse sind oder die Geschosse ganz vom Markt verschwunden sind, weil sie tatsächlich nicht funktioniert haben. Aber es gab zeitgleich eine Menge Patronen, die von Anfang an funktioniert haben, die, ne, die auch die Leute bis heute verwenden. Sind die denn deutlich schlechter für die Läufe? Also ich habe wirklich
vieles schlecht, dass Bleifrei wohl das Schlimmste für die Gewehre an sich wären und eigentlich nach jedem Schuss sollte man sofort wieder reinigen. Und ja. Kennen viele alteingesessene Jäger, die haben gesagt, mach ich überhaupt. Das ist so ein Nebeneffekt dieser Miesmachungskampagne, nenne ich es mal, die damals gelaufen ist. Man muss sich vorstellen, um eine Patrone legal in Deutschland verkaufen zu können, muss die beim Beschussamt geprüft werden. Das heißt, es gibt eine Zulassung. Das heißt, es wird immer gemessen, hat die Patrone die erforderlichen Maße, hat sie die erforderliche Sicherheit, also Gasdruck wird gemessen und es wird kontrolliert und erst dann darf sie verkauft werden. Und das gilt für jede, wie bleifrei, wie für Bleimunition, unter gleichen Bedingungen. Das heißt, die wird ja nicht anders getestet, sondern genauso getestet. Dann gab es Aussagen, dass Kupfergeschosse die Läufe zuschmieren, bis dahin, dass das Gewehr dadurch zerstört werden kann. Da gab es am Anfang ein paar Studien, wo ich nicht weiß genau, wo diese Daten herkamen. Komischerweise haben einige dieser Firmen, die diese Studien damals mit vorgestellt haben, zu sagen, ja, das ist so, das kann dann den Lauf so eng machen, dass der Gas so gefährlich ansteigt. Gerade diese Firmen haben dann festgestellt oder haben dann neue Studien vorgestellt, wo das nicht so ist, weil sie jetzt merken, die Leute wollen bleifrei, die Leute verwenden seit vielen Jahren bleifrei. Erfolgreich in der Masse, muss man jetzt mittlerweile sagen, nach den anfänglichen, das ist so wie bei Blei war es ja am Anfang auch so, bis sich da gewisse Geschosskonstruktionen, Kaliberkombinationen durchgesetzt haben, hat es einen Moment gedauert. Über diese Phase sind wir, denke ich, bei bleifrei weg. Die Leute wissen, was funktioniert. Und jetzt ist es halt so, dass die Hersteller festgestellt haben, der Kunde will es. Der Kunde will es, also muss ich ihm was anbieten. Und jetzt kommen plötzlich andere Studien bei, die das Gegenteil belegen. Also ich bin da immer relativ pragmatisch. Ich kann das auch nicht aus dem Bauch raus beantworten. Das ist also was wir in den Workshops behaupten, ist hinterlegt mit Fakten. Was wir gemacht haben, ist relativ einfach. Wir sind zum Beschussamt gegangen und haben gesagt, habt ihr einen gut eingeschossenen 3006 Messlauf, Gasdruckmesslauf? Also dass der leicht rau ist, wie ein normaler Lauf eines Jägers auch. Also nichts, was nagelneues. Und dann haben wir ihn 100 Überdruckpatronen gegeben, also ein sogenannter Stresstest. Das heißt, wir haben ein Szenario kreiert, wo alles möglichst ungünstig ist. Das heißt, wir haben eine sehr schnelle, sehr gasdruckstarke Patrone, sogar leicht überladen, gegeben und haben gesagt, macht doch bitte Folgendes, schießt doch diese 100 Patronen aus eurem Gasdruckmesslauf, das ist eine staatliche Einrichtung, sind zur Wahrheit verpflichtet, und dokumentiert alle 5 Schuss, dokumentiert jeden Schuss auf Gasdruck, dokumentiert jeden Schuss auf Geschwindigkeit und dokumentiert 5er Schussgruppen, also das heißt 20 5er Schussgruppen in den 100 Schuss. Und dann haben wir die Auswertung angeschaut und haben festgestellt, der Gasdruck steigt nicht, die Geschwindigkeit ändert sich nicht und die Präzision verändert sich auch nicht. In 100 Schuss, in einem leicht rauen Lauf, mit Überdruck sogar, in einem eher gasdruckstarken Kaliber 3006, also kann man diese Aussage so nicht stehen lassen. Es mag Szenarien geben, wo das dann, wenn einer jetzt 20.000 Schuss schießt, mag das vielleicht anders sein, aber das ist ja nicht realistisch. Ja. Also man kann grundsätzlich sagen, dass es nicht so ist. Und wie gesagt, wir haben aus den Workshops Waffen, die haben 500 Schuss bleifrei am Stück durch, ohne Probleme und sogar gemischt. Daraus kamen auch unsere anderen Erkenntnisse, was verträgt sich? Was kann ich nacheinander schießen oder kreuz und quer schießen, ohne dass sich die Treffpunktlage ändert und was nicht? Und da kommen wir dann wieder auf die Materialien zurück. Man muss einfach gucken, aus was für Material ist das Geschoss, was ich verwende. Das heißt, schieße ich ein reines Kupfergeschoss? Gibt es da was? Was schieße ich sonst? Was schieße ich im Schießkino? Was schieße ich vielleicht auf dem Schießstand? Was anderes? Verträgt sich das oder nicht? Wenn es ein anderes Material ist, müsste ich als Jäger auf jeden Fall mal eine Kontrollgruppe schießen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Waffe auf ein Kupfergeschoss einschieße, ein reines Kupfergeschoss, meinetwegen ein Barnes, schieße das ein, gehe ins Schießkino, schieße 50 Schuss Cine-Shot, ne, da ist eine Zinnschicht drauf, dann heißt das, habe ich auf dem Stahl des Laufes habe ich Kupfer drauf und dann schieße ich da drüber Zinn und dann will ich wieder Kupfer schießen. Und dann hat sich wahrscheinlich ein bisschen was aufgebaut und das Geschoss, das nächste Kupfergeschoss, was jetzt verwendet werden soll, muss dann erst ein bisschen von dem Zinn wieder aus dem Lauf rausschießen. Jeder Lauf regiert da ein bisschen anders, aber wir haben Treffpunktverlagerung bis zu 50 cm gesehen bei den ersten 2-3 Schüssen. Das heißt, ich muss es mindestens, Thema Weitgerechtigkeit, wenn ich aus dem Schießkino komme, sollte ich mal mindestens, um mein Gewehr auch kennenzulernen, mal eine Dreier-Kontrollgruppe schießen, schießt das noch dahin,
wo das vorher hingeschossen hat. Das ist eine Sache, das ist jetzt neu. Das, wie gesagt, das hatten wir früher, die Probleme hatten wir bei Bleigeschossen, hatten wir das nicht. Das sind so Sachen, die sich mit Bleifrei geändert haben. Ne? Weil wir plötzlich neue Materialien haben, Geschosse, die sich leicht anders verhalten. Und ich habe verschiedene Materialien in meinem Lauf. Einschießen und so dauert länger. Ne? Wie ist es mit dem Verhältnis von kurzen zu langen Läufen? Man sagt immer, dass kurze Läufe genauso präzise sind wie lange. Ja, grundsätzlich stimmt das. Also wenn man die Benchrest-Leute, also die präzisesten Gewehrschützen, die wir halt haben, anguckt, die schießen halt relativ kurze Läufe, weil die halt steifer sind und halt besser schwingen, gleichmäßiger schwingen. Präzision ist ja, dass der Lauf gleichmäßig schwingt. Die schießen sehr dicke Läufe und sehr kurze Läufe. Also man vertut sich da nichts an der grundsätzlichen Präzision. Man muss nur aufpassen, dass die Geschwindigkeit, die ich raushole, noch so ist, wie das für das Geschoss passt. Und das heißt, der Hersteller, wenn er eine Patrone entwickelt, dann hat er ja ein Geschwindigkeitsfenster im Auge. Das heißt, er sagt sich, wir haben getestet, wir machen ja Ladungsleitern, genau wie der normale Widerlader, nur halt aufwendiger mit Gasdruckmessung und so weiter. Und die sagen dann, oh, das Geschoss fliegt am besten bei 860 Metersekunden. Das heißt, dann versuchen die Fabrikpatrone für einen Standardlauf, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt, auf 860 Meter zu laden. Kürzt du jetzt deinen Lauf von 61 auf 39 und das Ding hat nur noch 720 Metersekunden, ist die Frage, ob das dann noch so präzise schießt. Und dir muss natürlich klar sein, dass die Leistung nachlässt. Das heißt auch, je weiter ich schieße, desto weniger präzise wird sie vermutlich. Präzise würde ich gar nicht mal sagen. Präzise, das ist ja die erste Frage. Aber selbst wenn es präzise ist, muss dir klar sein, dass du schneller an deine Grenze kommst. Das lässt sich relativ einfach festmachen. Die Geschosshersteller, das kann man meistens irgendwo nachlesen, haben für jedes Geschoss eine Grenzgeschwindigkeit. Die sagen, dieses Geschoss funktioniert in dem Fenster. Das sind meist bei einem Bleigeschoss, das geht schon ab 500 Meter, teilweise unter 500 Meter Sekunden Auftreffgeschwindigkeit los, bis irgendwo meist 1000, das schaffen die meisten Geschosse, verkraften das noch. Ne? Manche auch nur, weniger, aber in dem Bereich bewegt sich das. Und dann kann ich eigentlich in meine Ballistiktabelle gucken und kann sagen, jo, bis 180 Meter oder 200 Meter habe ich diese Geschwindigkeit noch, also kann ich bis dahin die Patrone einsetzen. Das ist schon mal eine gute Richtlinie. Ne? Das erklärt nicht alles. Aber wenn ich jetzt einen kurzen Lauf habe, dann weiß ich ja die Geschwindigkeit nicht. Das heißt, da macht es schon Sinn, mal zu messen. Ein Messgerät zu nehmen und mal die Geschwindigkeit tatsächlich aus der Waffe messen. Und dann gehe ich her und nehme irgendein Ballistikprogramm. Das gibt es online, das gibt es als App, kostenlos überall mittlerweile. Gar nicht aufwendig. Das heißt, ich tippe dann ein, mein Geschossgewicht, die Geschwindigkeit, die ich gemessen habe, den ballistischen Koeffizienten, also die Stromlinienförmigkeit des Geschosses. Und dann macht mir der eine Leiter. Ne, dann drückt mir dieses Programm, spuckt mir eine Leiter aus, wo ich sehen kann, kann ich in 10er Schritten, 50er Schritten, 50er Schritte reißt meisten. Da kann ich gucken, wie viel Geschwindigkeit verliert das und bis zu welcher Entfernung habe ich noch meine 500 Meter Sekunden, nehmen wir das als Beispiel mal. Und dann kann ich sagen, okay, früher konnte ich mit dem 56er oder 61er Lauf, konnte ich meine Patrone bis 300 Meter einsetzen, jetzt geht es nur noch bis 250 oder 200. Ne? Das muss ich beachten, ansonsten ist gegen kurzen Lauf nichts einzuwenden. Ne? Jens? Ja. Es gibt einen deutschen Hersteller, der baut Suppressor-Munition. Ja. Für kurze Läufe, ist das ein weiterer Marketing-Gag oder ist da was dahinter? Nee, da ist durchaus was dahinter. Das kommt eindeutig aus der Anforderung. Also die Leute wollen halt durch die Schalldämpfer, die Läufe werden kürzer, weil man eine Gesamtlänge der Waffe nicht überschreiten will. Sonst komme ich halt nicht vernünftig in eine Kanzel rein, aus dem Auto rein und raus und so. Das ist ja alles hinderlich mit einem sehr langen Gewehr. Das macht total Sinn. Und dieser Hersteller hat halt festgestellt, mit traditionellen Pulvern, wie sie hauptsächlich von ihm verladen werden, bricht die Geschwindigkeit massiv zusammen. Das heißt, die Geschwindigkeit bricht mit so einem einbasigen Stäbchenpulver, was in diesen Patronen verladen ist, bricht mir die Geschwindigkeit 40 bis 70 Meter Sekunde ein. Da reden wir von 5 bis 10%. Das ist schon signifikant und teilweise mehr. Moderne Pulver, wie sie von anderen Herstellern verwendet werden, reagieren da total unempfindlich draus. Ich habe mal einen Test gemacht in der 300 Winchester Magnum zum Beispiel. Wir hatten eine Waffe mit 50 cm Lauf. Damit die eben mit einem Herz 150 Dämpfer normale Abmessung hat für einen Berufsjäger. Und dann haben wir 7 verschiedene Fabrikpatronen gemessen. Und wir haben ja von Hornady beispielsweise auch welche, die traditionell geladen sind, eben mit diesen einbasigen Stäbchenpulvern. Die haben auch 40 bis 70 Meter verloren. Matchpatronen zum Beispiel oder sehr einfache Patronensorten. Aber wir haben auch festgestellt, dass Superformance zum Beispiel, dieses Pulver hat aus der Waffe jetzt konkret 16 Metersekunden nur verloren. Das geht in den Schwankungen unter. Das heißt, der überhaupt kann zwischen dem 61er Messlauf und einem 50er Waffe praktisch keinen Geschwindigkeitsverlust. Und das sind moderne Pulver und ich denke mal, darauf reagiert dieser Hersteller, weil es von Hornady, wie gesagt, wir haben 60 Laborierungen in 39 Kalibern
die das können, die aus den kurzen Läufen Top-Leistung bringen. Und weil das am Markt halt gefordert ist und weil vor allem die bleifreien Geschosse Geschwindigkeit brauchen, musste der Hersteller reagieren. Und andere werden folgen. Das ist halt so, das ist ein Trend. Auch da, das ist eine Sache, die tritt beim Jäger, das sieht man nicht so, aber die Pulvertechnik, die dahinter steckt, ist auch entscheidend. Ich meine, Horne, die hat es ja vorgemacht mit der Superformance-Linie, 30 bis 60 Metersekunden mehr aus der Waffe gemessen, wirklich tatsächlich gemessen, nicht auf der Packung, sondern wirklich erreicht aus normalen Läufen, meistens schon aus dem 50er Lauf, 56er Lauf, erreichen wir die 61er Messlaufwerte. Und das hat eine Auswirkung, das merkst du in der Praxis. Du hast mehr Reichweite, du hast mehr Reserve, auf Drückjagd hast du mehr Leistung und die Leute wollen das. Das ist beliebt, die Leute finden das gut. Ich meine, ich sag mal so, eine 308, wenn ich jetzt die mit einem schweren, langsamen Standardgeschoss nehme, dann ist eine 308 wahrlich unspektakulär. Das ist wirklich nichts Besonderes und daher kommen vielleicht auch hin und wieder mal diese Aussagen, dass die Jäger sagen, eine 308 ist ein bisschen schwach. Wie gesagt, da komme ich wieder zum Punkt, dass du eine Patrone nicht an einer Laborierung festmachen kannst. Wenn ich die jetzt zum Beispiel mit dem 9,7 Gramm GMX Super Performance nehme, wo die 870 Meter plus hat, dann hat die eine Leistung wie fast eine, sag mal, eine sehr einfache 3006. Dann ist die Leistung natürlich total ausreichend für alle Jagdsituationen und für fast alles europäische Wild. Das heißt, ich muss immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Ich kann also nicht sagen, 308 kann das, sondern ich muss die Laborierung nennen. Ich muss sagen, die Laborierung kann das und die Laborierung kann das eben nicht. Das ist der Punkt. Ich habe eine Frage, die haben bestimmt auch schon viele Jäger sich gestellt. Und zwar ist das, welche Faktoren haben Einfluss auf Flugbahnabweichungen? Zum Beispiel, ich habe selber schon öfter gehabt, dass du durch trockenes Gras schießt. Das ist nicht viel, 3, 4, 5 Halme oder durch nasses Gras. Und du hast halt unterschiedliche Treffpunkte. Ist da die Geschossform bedeutend, die Geschwindigkeit? Da gibt es wahrscheinlich mehrere Faktoren. Aber was ist so der Hauptaugenmerk? Die Form hat sicherlich eine Rolle. Also je kürzer, gedrungener das Geschoss ist, desto stabiler fliegt es. Ja. Das Material hat einen Einfluss. Also ein bleifreies Deformationsgeschoss zum Beispiel wird deutlich weniger abgelenkt, wenn es durch Gestrüpp und sowas fliegt, als ein Bleigeschoss, ein weicheres Bleigeschoss. Und es ist auch so, dass je leichter und schneller das Geschoss ist, desto weniger träge ist es natürlich auch. Das merkt man ja auch, du musst ja vorstellen wie bei der Winddrift. Wenn du dir die Winddrift in der Ballistiktabelle mal anguckst, dann ist ein leichtes, schnelles Geschoss, wird stärker vom Wind abgelenkt als ein schweres, langsames. Und genauso verhält sich das auch bei Hindernissen.